Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder LS19 und zwar auf der PlayStation 4 auf der Karte La Coronella. Und jawohl, wir sind mit dem 6R unterwegs und haben Öl, Sonnenblumenöl geladen und bringen das zum Supermarkt. Wir werden das heute verkaufen. Und ehrlich gesagt, ich habe noch gar keinen Plan, was ich mit dem ganzen Geld machen will, was ich da jetzt an Gewinn mache. Aber so viel Gewinn habe ich das Gefühl, wird es dort unbedingt gar nicht geben. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen das verkaufen. Wir sind noch im Feld am Pflügen. Wir haben Kompost, alles verarbeitet. Das haben wir reingeschmissen. Ich weiß aber nicht, wann es da Geld gibt. Wahrscheinlich Ende des Tages, wenn wir da irgendwie denn mal Geld sehen. Also Kompostanlage läuft. So, ich glaube zum Supermarkt. Ich glaube, hier geht es zum Supermarkt, oder nicht? Da noch rüber. Kann er nicht vorher mal gucken, ob da irgendwie ein Traktor kommt oder so. Also Supermarkt. Oh, ist der pleite gegangen, der hat gar kein Logo mehr. Also hier konnte ich das auf jeden Fall immer abgeben. Geht in dem Fall immer noch. Aber da war doch mal ein Logo dran, hätte ich gemeint. Dürfen die das jetzt nicht mehr? Ist das jetzt verboten oder was? Der Supermarkt hat kein Logo mehr. Ja, und bevor ich es vergesse, für die, was noch nicht getan haben und hier vielleicht auch zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, vielleicht ein Like, ein Abo und Glocke aktivieren, nicht vergessen. So, 34.000. Das nehme ich so mal mit. Das passt mir ganz gut. Und wenn wir nämlich ins Tiermenü gehen, Tiermenü, dann sehen wir eigentlich Produktion, ne? Da. Wollte eigentlich noch gucken. 30.000 Liter Sonnenblumen haben wir eigentlich noch drin. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, was wir aber auf jeden Fall machen sollten, wäre Heu. Heu bräuchten wir für unsere Futtermischanlage, die wir auf dem Hof zu stehen haben. Und Heu habe ich momentan auch nicht dort eingelagert. Was ich machen könnte, ich könnte zum Kuhstall fahren. Da habe ich nämlich Heuballen, die brauche ich da unbedingt nicht. Und könnte die dann zum Kuhhof fahren, zum Kuhhof, zu unserem Hof, wo die Futtermischanlage steht und dann Futter mischen. So, wir biegen da mal ab und stellen da den Container wieder hin.
Wenn wir das clever machen, füllt er sich nämlich von ganz alleine. Aber wahrscheinlich kriegen wir nicht den dahingestellt, wo ich ihn gerne hätte. Genau. Weil wir haben uns bei der Firma Roland, glaube ich, Roland, eingekauft und haben da etliche Anhänger von denen gekauft und ja, der hier lenkt nicht so gut mit. Ansonsten kann er da eine ordentliche Last ziehen. Wir können die normalen Sachen vom IT-Runner dran machen. Oder halt die speziellen Sachen oder speziellen Container, quasi die der das Paket damit gibt. Er lenkt zwar schon ein bisschen, aber irgendwie noch nicht so richtig. Mal sehen. Er lenkt schon mit. Was für mich jetzt interessant wäre, wenn wir jetzt eine Mulde hätten, was wir drunter stellen können, wo wir nachher das Tierfutter reinmachen. Dann können wir das da produzieren und in die Mulde hauen. Und eigentlich nur den Anhänger runterfahren und immer eine Mulde oben stehen lassen zum Füllen und eine beim Kuhhof. Jetzt hätte ich fast noch das Schild umgekappelt. So, genau. Wir haben Silage gemacht. Hier unten können wir dann aufladen. So, ich würde sagen, wir laden den Anhänger ab. Also die Ballen laden wir ab. Weiß zwar noch nicht wohin. Am besten wäre natürlich hier rein. Steht aber noch alles voll. Oh, hier hinten wäre sogar noch einer drauf. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da schon was angemischt haben, weil eigentlich habe ich da schon mal gemischt, aber so wie es aussieht, kam nämlich, glaube ich, auch, wenn es mir so wieder einfällt, habe ich da eine Fehlermeldung gehabt. Es ist nämlich 0 drin. 0. Okay, da können wir noch was machen. Momentchen mal. So, wir haben das Mischungsverhältnis da drauf gesehen. So, das sieht aus wie Heu. Ein Heu haben wir schon mal. Oh, ich muss aufpassen hier mit dem Rohr, sonst ist es mal weg. Und so wie es aussieht, geht es darüber. Warte mal. Ich muss erstmal gucken. Da geht ein Rohr rüber. Da lang. Und irgendwie dahin. Tut der das jetzt hier irgendwie lagern? Es geht da rein.
Und so wie es aussieht, kann man es da wieder rausnehmen, theoretisch. Das wäre natürlich ideal. Ich muss ehrlich sagen, ich spiele jetzt schon ein paar Stunden hier auf der Karte, aber ich habe das Ding eigentlich noch nie benutzt. Weil meistens spiele ich nur, wenn ich dann aufnehme. Was natürlich schade ist. So, jetzt sehen wir da 4000 Liter und ich kann hier in die Anlage einsteigen. Okay. Da kann ich sie anwerfen. Ich hole mal noch Stroh. Braucht es eigentlich weniger? Ja, das ist natürlich klar, aber ich kann ja nicht. So, ich würde mal hier so einen Silageball nehmen. So, jetzt habe ich 8000 Liter drin. Jetzt sollte mir aber das irgendwo so ein Gemisch anzeigen. Jetzt steht bloß Futter da. So, jetzt mache ich mal noch ein Silage. Und ein Stroh. Ich nehme gleich beide mit natürlich. Jawohl. Oh, das habe ich mir gedacht. Ans Dach angestoßen. Ja, und wenn wir da ein Silo haben, so, ich sehe jetzt bloß Futter, zeigt es mir an. So, wir machen mal den Helfer an, dann sehen wir auch, was wir da drücken müssen. So, genau, da sehen wir es nämlich. Es ist zu viel Stroh drin. Wir bräuchten noch mehr Heu. Das ist eigentlich genau das, was ich vermutet habe. Die, die Mischverhältnisse passen nicht. So, da ich aber kein Heu mehr habe, soweit ich jedenfalls sehen kann, müssen wir nämlich doch zum Kuhhof fahren und das Heu besorgen. Oder wir müssen Heu auf der Wiese machen. Auf dem Kuhhof braucht es ja theoretisch Stroh und Heu auch. Oh, ist das eigentlich unser einziger Mäher?
Das ist dann nicht gerade viel. Vielleicht wäre es jetzt doch Zeit, noch was zu kaufen. Vorhin habe ich gesagt, ich weiß nicht was. Aber so ein Mähbalken. Jetzt haben wir bloß den. 3,30 Meter, das ist ja nicht schlecht. Aber das ist vielleicht doch ein bisschen gering. Aber mehr habe ich da auch nicht. Können wir jetzt mal gucken, können wir das überhaupt noch? Wir sind ja ziemlich voll hier mit Fahrzeugen. Und was kostet das? Wir haben ja keine 40.000 mehr. Das kostet ja sicher 38.500. Habe ich mir gedacht. So, wir kaufen da das passende von John Deere dazu. Haben wir jetzt zwar kein Geld mehr. Aber wir könnten effektiv Gras mähen. Was wir jetzt natürlich auch machen wollen. Oh, das wollte ich nämlich schon lang mal kaufen. Da ist es jetzt. Ich glaube, ich war das letzte Mal schon schauen, was das eigentlich da hinten noch für eine Mulde ist. War das für Mehl gewesen? Okay. Das ist jetzt auch nicht allzu klein, das Mähwerk, habe ich das Gefühl. Wie breit ist denn das eigentlich? Das hier hat zum Beispiel 8 Meter. Das da hat 8,1. 10 Meter. 10 Meter 2 von Vicon. Okay. Das ist sicher viel kleiner. 8,80 Meter. Ist jetzt nicht so klein, würde ich sagen. Und es hat die richtige Farbe zum Traktor. Genau, über Traktormarken lässt sich ja zum Glück nicht streiten. Da nimmt jeder das, was ihm gefällt. Ich nehme mal das. Weiß gar nicht, für den PC gibt es jetzt Kabinen-Innen-Zoom, aber für die Konsole habe ich das, glaube ich, noch nicht gesehen. Das wäre natürlich hier noch interessant, die hier noch in die Kabine rumzoomen, meine Güte, in der Kabine zoomen könntest. Da kannst du wirklich auf jeden Knopf, jeden Schalter hier genau drauf zuzoomen. So, wir besitzen momentan zwei Wiesen, die wir bearbeiten können. Ich sag, Silage haben wir, Stroh haben wir auch reichlich. Das einzige, was wir nicht haben, ist Heu. Weder auf dem Konto noch im Lager.
So, und ich glaube, das neue Gerät ist auch kein Blödsinn, was wir da gekauft haben. Das kann uns schon sehr von Nutzen sein. Und vor allen Dingen sind wir da auch ziemlich zackig unterwegs, würde ich sagen. Weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwas einstellen kann, aber ich glaube nicht. Wir machen noch mal den Helfer an. Nö. Also so schwarz-Play-Uhr, mein Handy fällt raus. Und so glaube ich es nicht. Aber wir wollen ja auch das. Ganz realistisch machen. So kann man nichts verstellen, so wie ich das. Sehe. Ich glaube, so war ich auch noch nicht unterwegs hier. Das gibt jetzt natürlich etliche Arbeitsschritte. Aber eigentlich in echt ist es auch so. Da wird es gemäht, da wird es getrocknet, dann wird es mal gewendet, bisschen wieder getrocknet, dann wird es geschwadet und dann wird es reingefahren. Und wir müssen es theoretisch gar nicht pressen. Wir können es theoretisch ins Heulager bringen. Wir hätten theoretisch ein Lager für Heu und könnten das da reinbringen, müssten das nachher natürlich bloß irgendwie versuchen in den Futtermischer zu kriegen.
So besonders hochgewachsen sieht das Gras hier nicht aus. Puh, das war knapp. Aber es macht auf jeden Fall Laune und wir machen ein bisschen Fläche. Also es geht auf jeden Fall schon flotter voran wie auch sonst schon. So, da geht doch mal schnell hier. So, ich nehme mal den oberen Scheinwerfer da als Punkt für die Kante. Können ja, wenn wir so fahren, können wir es ja nicht so gut einschätzen, wie breit es ist, weil wir nicht nach hinten gucken können. Aber wenn ich jetzt mal die Kante hier nehme, den Scheinwerfer, was hier über den Kotflügel ist, dann passt das eigentlich recht gut, wenn wir so sehen. Eigentlich fast perfekt. So mache ich das jedenfalls immer, suche mir da so einen Punkt.
am Fahrzeug, was ich als Orientierung nehmen kann, und dann geht's los. Vielleicht hat ja von euch noch einer einen besseren Trick. Nein, GPS haben wir natürlich für die Konsole nicht. Das wäre dann natürlich für den PC die einfachere Variante. Okay, kann man wirklich nichts verstellen. Ich wollte eigentlich gar nicht ausmachen. Also, der John Deere hat auch Arbeitsgerät von John Deere bekommen. Ich muss mir jetzt noch überlegen, ob ich es presse oder ob ich es lose reinschmeiße. Wenn ich es lose reinschmeiße, muss ich es natürlich irgendwie wieder von der Scheune zur Futtermischanlage bekommen. Aber wenn ich es lose reinschmeiße, kann ich auch mal einen Anhänger voll Heu zum Kuhhof fahren. Und wenn ich es presse, kann ich natürlich die Ballen hinfahren. Aber lose kann ich es gerade reinschmeißen. Dann könnte ich nämlich den Futtermischwagen verkaufen. So, was mit mich noch? Doch irgendwo mal so ein... Aha, ich weiß. Ich habe so einen kleinen Deutz gehabt, aber der ist noch unterwegs. So. Mit den Flügen sind wir fast durch, bis auf das, was noch vergessen worden ist. Super, mein Freund. So geht's natürlich nicht. Wir müssen hier schon, wenn schon, denn schon. Also ich werde hier noch ein bisschen... Boah. Ich liebe die Soundmaschine. Werde hier noch ein bisschen nacharbeiten, so wie es aussieht. Sonst hat er es eigentlich im Groben und Ganzen wahrscheinlich nicht schlecht gemacht. Da drehen die Räder durch. Ja, mit Michelin wäre das nicht passiert.
So, das ist auch so eine richtige Kampfsau hier. Also, ich würde mich mit diesen Bildern verabschieden und wir sehen uns ja hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.